Oder kommen die zurück? Es ist manchmal, kann man diese Karte hier auch spielen, ohne ein einziges Mal zu kämpfen, weil es dann eigentlich die ganze Zeit nur hin und her geht. Ja, wir gehen jetzt wieder zurück zum Strand, während sie den Doc, das, oh mein Gott, ich bin doof, einnehmen und, hallo. Und ja, so kann man sich eigentlich ziemlich gut aus dem Weg gehen, würde ich fast sagen. Start und streitlustig. Ja, du kommst mal mit. Ich versuche den. Ich habe den natürlich schon gerade eben gesehen. Ihr habt die Ruinen übernommen. Den Waldläufer. Ich wollte den allerdings hier mit hinziehen, damit ich nicht alleine gegen den kämpfen muss. Das war fies, ne? Das war fies. Bringt mir auch so nicht sonderlich viel, wie ich gerade feststelle. Boah, sein Viech geht mir hier auf den Keks. Aber es ist eigentlich Blödsinn, von dem Waldläufer das Pet kaputt zu machen, weil der kann ja sofort ein neues holen. Ach, guck mal, jetzt werde ich hier wieder belebt. Das ist ziemlich freundlich. Dankeschön, Der Strand gehört euch. Mauri? Ach ja, da ist also der Asura hinüber. Auch hier Silvari wieder beleben. Ja, der Asura ist hinüber. Wir haben das da oben eingenommen. Wir halten uns einfach mal hier an so ein kleines Grüppchen. Das ist aber nur einer, ne? Ja, das ist ein Dieb. Okay. Fragt sich jetzt, wie sinnig das ist. Da haben wir mindestens zwei. Und unter Wasser sind die Haie unsere. Okay. Komm mal her. Wo bist du denn? Wo ist er denn? Naja, egal. Da unten haben wir jemanden. Der ist hinüber. Das ist an mir. Hab das Dock verloren. So. Der ist auch hinüber. Na los doch, schlag mich. Ja, der schwimmt jetzt hoch. Ja, schade, dass es hier keinen Sticken gibt. Ach, das gehört schon uns. Gehört das schon uns? Ja, das gehört schon uns. Ah, so, was haben wir denn hier? Monatliche Rangpunkte, monatlicher Fortschritt 0%. Yay! Wenn das mal nicht jede Menge ist, dann weiß ich auch nicht. Aber guck mal, das ist super ausgeglichen. So macht PvP für mich Spaß. Wenn wir jetzt verlieren sollten, dann ärgert mich das auch überhaupt nicht, weil das wenigstens ausgeglichen ist. Da weiß man dann, wir haben gut gekämpft, die Feinde haben gut gekämpft. Und so macht das dann auch, wie gesagt, richtig Spaß. Es ist immer halt doof, wenn eine Seite komplett überlegen ist oder die andere Seite so komplett, ja, so gar nichts taugt. So, es brennt, hat die Schei gesagt. Es brennt. Ich wollte gerade sagen, Mann, was haben wir denn für eine tolle Attacke? Aber das war natürlich der andere gewesen. Natürlich war das der andere. Oh, jetzt hat er uns hier weggekickt. Ich hasse, dass die Leute immer erledigen zu müssen, weil das meistens sowieso nicht klappt. Aber wir haben es jetzt geschafft. Oh, Schei, naja, ist im Blutrausch. Ja, aber hallo. Wohl wahr, das ist sie. So, Wodka Seeker ist im Blutrausch, alles klar. So, komm, nehmen wir mal einen hier. Das Dock ist erobert worden. Prima, jetzt kommen hoffentlich die Feinde wieder rübergelaufen und wir können den Strand erobern. Wie sieht's denn? Oh, die Haie sind rot, das bedeutet, wir können die Ruine holen. Ziemlich ungern mache ich das jetzt mal mit. Ja, da mein seht ihr wieder die ganzen Haie, die einen nun verfolgen. Die können einen natürlich auch töten, ne? Die können einen natürlich auch umbringen, das ist klar. Sind auch ziemlich nervig, wenn man unten am Kämpfen ist und die sind gerade am Respawnen. Das passiert natürlich auch. So, aber jetzt haben wir sie eingenommen und deswegen sind die Haie wieder grün und wir können uns wieder zurückwagen an den Strand. Ja, das macht nichts, das macht nichts. Ah, im Moment ist Rot ein wenig in Führung, wie man sieht. Da haben wir wieder den Asura. Den können wir jetzt mal angreifen. Ja, der hoppelt ja immer so rum, ne? Das war ja der so... Das nervt vielleicht. Was ist denn das hier überhaupt für eine Attacke? Ich probiere mal rum. Hoch, wo ist er denn hin? Also ich verliere die auch ständig aus dem Target. Erhöhte Toxizität, ja, erhöhte Adrenalinfähigkeit hier, mein Guter. Ach, Mann, du verdammter Fuchs, du. Komm, kipp um. Ist er schon umgekippt? Ich bin dem Tode nah. Ach, wir leben wieder, ja. Wir sind dem Tode nah, da hast du wohl recht, Schei, aber es sollte klappen. Ich muss ein bisschen schnüffeln, es tut mir leid. Das wollte ich eigentlich vermeiden.
Aber ich habe es echt nicht mehr ausgehalten. Ich musste aufnehmen. Der Strand gehört euch. Juhu, der Strand gehört wieder uns. Ihr habt das doch verloren. Ja, jetzt gehen die bestimmt runter zur Ruine, oder? Hm. Können wir mal hier durchgucken. Oha. Mein Bein. Ist er alleine? Nee, kommt noch mehr, oder? Der wird doch nicht alleine hier rein. Oh Mann, das nervt vielleicht, wenn man so den Überblick verliert. So, der geht ziemlich schnell down. Ziemlich schnell runter, wollte ich sagen. Nicht down, down ist man ja noch lange nicht. So. Jetzt ist er aber hinüber. So, was haben wir denn hier noch? Okay, die gehören zu uns. Aua. Ach, verdammt. Nicht stehen bleiben. Ich habe es doch gerade noch gesagt. Mann, Schei, du bist echt doof. So, kipp um. Jetzt bewerfen wir uns hier gegenseitig mit Wattebäuschen. Hm? Wattebausch, Wattebausch, Wattebäuschen. Naja. Das Dock ist erobert worden. Aha, das Dock ist erobert worden. Prima. Wie schaut es da am Strand aus? Ziemlich rot. Unter Wasser. Ja, da haben wir auch den jemanden. Strand abgenommen. CMET, aha, 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 aha. Ach, das Pet heißt so, okay. Ich dachte gerade, der Spieler heißt so. Achso, das gehört ja hier uns. Sie haben uns jetzt gerade irgendwas abgenommen. Achso, den Strand natürlich. Und jetzt liegen wir wieder minimal in Führung. Ach, das ist hier so ein Hin und Her, aber wie gesagt, so macht das Spaß. So, ich gehe einfach, ich laufe einfach schnurstracks weiter. Erstmal hier hin, versuchen den Punkt zu bekommen. Oh oh. Eine Finte war das. Da kommen sie wieder zurückgelaufen. Da ist ja wieder unser toller Kollegenfreund hier, der irgendwie es auf uns abgesehen hat. Oh, wir sind aber auf Platz 1. Na, immerhin. Das ist doch was Schönes. 220 Punkte. Ja. Warum auch nicht? Feinde besiegt. 8 Stück. Ach, das heißt 8 Feinde besiegt. Jetzt habe ich es erstmal geschnallt. Scharmützler. Was ist denn Scharmützler? Das weiß ich gar nicht. Oh, wir haben irgendwas hier freigeschaltet. Oh, Geisterwacht. Das ist die neue Karte. Die kenne ich ja auch noch überhaupt nicht. Die kenne ich noch gar nicht. Die ist ja jetzt relativ frisch irgendwann im Februar dazugekommen. Kontrolliert die Eroberungspunkte mit eurem Team, Punkte zu verschaffen. Um euren Team Punkte zu verschaffen. Besiegt Feinde, bla bla bla. Holt die Kugel aus der Mitte der Karte und bringt sie zu einem beliebigen Eroberungspunkt, um Punkte für euer Team zu gewinnen. Okay. Ihre. Keine Zeit, das alles vorzunehmen. So, hier, komm, gib mal her. Da, was hast du denn da für eine Belohnung? Super. So, gucken wir uns nachher an. So, wir machen jetzt erstmal weiter mit Mauri Mamba. Ach, der hat uns doch vorhin wiederbelebt. Ach, das finde ich immer so doof, ne? Also, eigentlich ist es ja nicht doof. Eigentlich ist es ja gut, weil die, es wird ja hier jedes Mal neu gemischt, quasi. Aber, also, ich hol die beide raus. Aber es ist ein bisschen schade, wenn man mit Leuten zusammenspielt und dann auf einmal wird man halt irgendwie rausgeworfen und voneinander getrennt. Irgendwie siehst du mir hier aus wie so ein halber Heiler. Stehst ein bisschen weit abseits. Ah, und zurück am richtigen Platz. Na komm, verreck. Stirb! Ja, da liegen wir wieder beide im Dreck und bewerfen uns mit Wattebauschen. Wattebäuschen, Wattebäuschen, Wattebauschen. Da habe ich gerade eben schon drüber nachgedacht, ne? Ja, was soll's. Ihr habt den Raben eingenommen. So, la 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 la. Das macht doch Spaß. Juhu, aber wir haben sie umgenietet. Wir haben sie umgenietet tatsächlich und wir leben noch. Ich möchte mich mal gerade ein wenig mit Leben wieder regenerieren. Mein Leben wieder regenerieren, nicht mit Leben. So, das ist doch gar nicht mal so übel hier für uns, oder? So, komm mal her. Ich mach mal platt. Und ihr dann würde ich sagen, gucken wir mal. Sind wir eigentlich wieder? Was sind wir denn? Wir sind wieder blau. Okay. Laufen wir mal hier mit den Leuten mit. Ups. Damit wir nicht alleine sind. Denn ich kenne diese Karte ja noch überhaupt nicht. Das ist ja die jetzt so ein bisschen an die Norden angehaucht ist. Deswegen da diese Bärenstatue und da vorne ist das ein Wolf. Den kann ich jetzt nicht so genau erkennen. Anscheinend gibt es ja auch irgendwo einen Raben. Und dann gibt es in der Mitte anscheinend irgendwo eine Kugel, die man einnehmen kann. Ja, ist nicht so, dass ich mal darüber einen Artikel verfasst hätte oder so. Ich weiß echt nicht mehr, was alles so
was da alles so bei war. So, guten Tag. Einmal die Schwerter von hinten bitte reingerammt kriegen, beziehungsweise die Äxte. Von hinten. Ach, Entschuldigung, so das hier scheint mir so ein Rabennest zu sein. Ist hier irgendwo ein großer... Ah, da, guck mal. Wow. Sieht aus wie ein Adler von hinten, oder? Ach ja, cool, hier mit so einem... Achso, ich dachte, das war anscheinend eine Fähigkeit von irgendjemandem. Ihr habt den Raben eingenommen. Juhu, wir haben den Raben eingenommen. Das wollte ich schon immer. Sieht so aus, als ob jemand versucht, Zeit zu schenken. Ach so? Wie macht man denn das? Ach cool, mir gefällt ja immer, wenn man so neue Karten entdecken kann. Finde ich ja eine coole Sache. Mir gefallen nach wie vor die alten vier Karten, die es gab. Also es hat jetzt nicht für mich unbedingt eine neue geben müssen. Aber es gibt ja Leute, die sind immer sehr schnell und wollen immer alles Mögliche und schnell neu haben und sind schnell dessen überdrüssig, was es schon gibt. Ja, Schei, du bist dem Tode nahe, da hast du recht. So, hier eine Waldläuferin, die nehmen wir auseinander, die zerpflücken mir. Los doch, los, schneller, schneller, stirb. Ach, verdammt. Ach, verdammter Mist, wo ist sie denn, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Ist sie hochgelaufen? Was ist denn das hier eigentlich für ein Ding? Also, dumm, wir kümmern uns jetzt hier mal um diese komische Wurzel. Werden wir wiederbelebt? Vielen Dank, Cat Graham. Achso, das haben wir ja jetzt schon. Die Bärin gehört euch. Ah, oh, super. Oh, guck mal, wie geil das hier aussieht. Der Feind hat sich eine eurer Kugeln geschnappt. Ja, wo sind die denn? Ich weiß gar nicht, wo es diese Kugeln gibt, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, wo der Feind ist. Da ist einer. You mad, you mad, you mad. Alles klar. Also ist das der von vorhin? Eine nervtötende kleine... Die Bärin gehört dem Feind. Asura. Hallo. Na, dem geht's jetzt aber ganz schön gewaltig an den Kragen, oder? Ah, erledigt ihn. Zurück am richtigen Platz. Aha, was auch immer, die Kugel wahrscheinlich, oder? Nehme ich jetzt einfach mal an. Cat Graham ist im Blutrausch. Okay, hier, Cat. Ah, Scheinaya ist im Blutrausch, ja. Der Feind hat den Raben eingenommen. Sehr schön, und was haben wir hier eingenommen? Den Wolf, oder was ist das hier? Ja, cool. Boah, ich finde Wölfe sind auch so coole Tiere. Na, ich hab doch stehen hier. Das könnte nicht schmerzhaft werden. Das ist wahnsinnig schmerzhaft. Huch, was habe ich denn jetzt für Tasten hier gedrückt? 3 auf einmal. S, D und F. Nee, wieso kann ich denn S, D und F? Nee, ist doch egal. Hallo, hier, bitte bleiben. Hey, bitte lass mich nicht alle... Oh, hallo, du Kleiner. Oh nein, ach, ich hasse das. Ich mag das ja immer total gerne, auch wenn man... Also eigentlich mag ich ja Duelle nicht so gerne, ne? Aber ich mag es lieber, wenn ich gegen jemanden kämpfe. Und das dann wirklich irgendwie ein fairer Kampf ist. Aber dann kommen irgendwie mal so 5 aus den Büschen gesprungen und hauen dann einen um. Ja, so ist das. Jetzt sieht es wieder ein bisschen besser für die Roten aus, ne? Es ist zwar noch nicht Hopfen und Malz verloren. Also ich habe schon Sachen gesehen... Leute, da habe ich mir wirklich einen Kopf gepackt. Da hat es irgendwie 400 Punkte für die Feinde gegeben und wir hatten irgendwie, was weiß ich, 150 und haben es dann trotzdem noch gewonnen im Endeffekt. Also das ist auch alles schon passiert. Ich bin total fasziniert von der Karte. Platz. Ach, da ist da. Ah, okay. Das heißt also, da vorne irgendwo ist vielleicht die von den Feinden Bärin die Kugel. Euch. Ich guck mal gerade... Ich weiß ja gar nicht, wo wir hier hin müssen. Nee, das ist wahrscheinlich schon zu weit weg, oder? Da hinten. Ich dachte vielleicht... Also, hat hier jeder so eine Kugel, oder ist das jetzt einfach nur Kugel in der Mitte? Eurer Kugeln geschnappt. Nee, eurer Kugeln. Also muss der Feind ja auch welche haben, ne? So, ich laufe jetzt, glaube ich, gerade schon wieder so komplett in den Tod. Ich springe mal hier runter, ganz unauffällig. Oh, ist das genial hier. Guckt euch das an. Was haben wir denn hier? Ach so. Der Wolf ist in euren Händen. Ach nee. Ach verdammt. Jetzt laufe ich hier vom Regen in die Traufe. Buchstäblich. Ach, naja. Da haue ich vor den einen ab und laufe den anderen in die... Ja, ich kann mich gerade nicht bewegen. Ich kann nichts tun. Ich bin gefesselt. Und das so lange, bis ich sterbe. Ja. So ist das. Ich konnte mich absolut nicht wehren. Naja, was soll's. Macht ja nichts.
Das waren jetzt wahrscheinlich dieselben Leute, von denen ich gerade weggelaufen bin, ne? Bin ich irgendwie unter der Brücke entlang, hier hoch, und die kamen dann, naja, ist auch egal. Ach, guck mal, die ganzen Raben, wie süß. Ach, wie niedlich. Ach, guck mal, der ist im Blutrausch, ja. Also auch hier alleine schon der Ladescreen ist schon ziemlich cool, ne? Naja, machen wir mal weiter. Ach ja, ich habe so komplett den Überblick verloren über meine Aufnahmezeit, ehrlich gesagt. Wie immer, wenn ich PvP mache. Keine Ahnung, wie ich das hinterher zusammenschneiden werde. Wahrscheinlich ist das jetzt hier schon die zweite Folge, aber ob ich das kartenabhängig mache oder 15 Minuten abhängig, muss ich dann mal gucken. Hallo, Leopard. So, ich halte mich mal gerade zurück, um zu gucken. Hinter uns. Hinter uns? Wo ist sie denn? Ach, da. Ja, wenn man tot ist, findet man auf einmal den Feind. So kann's gehen. Ja, letzter Platz. Ach, Mann, da waren wir gerade eben Erster und jetzt, nee, das heißt doch nicht irgendwie 8 Leute getötet. Hier steht ja, wir haben 6 besiegt. Na, ist auch egal. Oh Mann. Das war wahrlich nicht gut. Guck mal, derjenige hier, der hat auch 130 und der ist auf dem drittletzten. Naja, was soll's. Oh, Tempel des stillen Sturms. Das ist auch eine neue Karte. Ich freue mich.